Andererseits. Alles klar, danke, Ibis. Müsste ich die schon bis hier ranfahren? Hier noch die Fabrik hinbauen. Und das Ganze dann wegkarren. Brauche jetzt nämlich, die Aufbereitungsanlage. Die Kohle. Zu übertrieben. Aber ich könnte es natürlich da gleich wegballern, ne? Wäre ja auch nicht schlecht. War eigentlich zu groß. Nur gemerkt, eigentlich. Eigentlich, aber wenn wir noch mehr machen wollen mit Kohle. Das Gebäude ist relativ genauso groß, aber schafft nur 700 Kohle herzustellen. Beziehungsweise nur 400 sogar. Ist nicht so der Burner. Da brauchen wir wieder sogar Chemikalien. Schau an. Hybrid-Raffinerie. Habe ich mich jetzt erschreckt? Irgendwie ging mein Handy gerade an. Auch geil. Brauchen aber wieder Öl. Ne, die machen Öl. Cooking Plant.
Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie so ein bisschen... Warum habe ich eigentlich so viele Verarbeitungsanlagen für Kies? Eisenerz, Eisenerz, Kohle. 1200 Kohle bei 1800 Kohleerz, was die reinballern. Boah, ist das ein riesen Oschi. Ist nicht schlecht. Letzte Seite merken wir uns mal. Wir haben aber auf der Anfangsseite natürlich auch das noch. Die schafft natürlich 3750 Tonnen. Und ist von der Größe her genauso. Einziger Nachteil, die brauchen Starkstromanschluss. Aber ich denke mal, wir werden das trotzdem nehmen. Kann ich mir gut vorstellen. So, da produzieren wir jetzt unsere Kohle. Am schönsten wäre, am liebsten wäre es mir ja, wenn wir jetzt hier Zug hätten, der das Ganze hier dann dahin fährt, wisst ihr? So eine Art Werksgeländezug oder irgendwie sowas. Der das dann hier ablädt. Ich überlege gerade, ob das machbar wäre, in irgendeiner Art und Weise. Dass wir den hier rumführen. Hier dran vorbei. Und hier lang. Hier hin. Hier rum, hier den Zug halten lassen. Mit einem Zwischenlager. Was wir schon mal machen könnten. Lager, Moment. Das würde natürlich hier, das würde gut passen, ne? Das würde ja gut in den Berg passen, sage ich mal. Ja, krass. Aber ob einer reicht, um so viel zu fördern, ich weiß es nicht. Wir haben ja hier nur diesen einen. Überlegen. Also holen wir wieder das Maßband raus sozusagen. Bauen hier unser Lager hin. Werden hier unseren Zug ranholen, der das von A nach B transportiert. Und der andere transportiert das dann weg.
Das ist der Plan. Das ist dann der Plan. So, das nochmal weg hier. Jetzt unser Lager dran knüppeln. Das wäre dann so. Dann brauchen wir natürlich noch irgendwo... Das passt sogar hier gut hin. So, wäre das. So, dann haben wir das Lager am Start. Und hier aus dann runter mit dem Zug nach da. Ich will jetzt nicht so eine ähnlich lange Pipeline hier bauen, weißt du? So eine, na sag schon, Förderband. Das will ich jetzt nicht haben. Wegen, ja, gehen wir ruhig hier. Oder ja, es bietet sich an. Da lang, hier rüber, da rum. Okay, so, von der Länge her müsste es ja auf jeden Fall locker reichen. Hier wird sowieso so gut wie keiner fahren. Das heißt, wir können hier ruhig bequem rüber. Setzen unsere beiden Signale, weil hier werde ich nichts anklemmen an diese beiden, sondern eher da. Das heißt, setzen unser Signalchen. Nehmen unser Mix-Signal. Bauen unsere Hosenträgerweiche. Und können dort nicht bauen, weil da die Straße ist. Oh. Mein Gott. Jetzt geht's. Da haben wir, oder? So, zack. Jetzt passt es da wieder nicht. Es ist da. Es ist so, so hart, ganz ehrlich, ne? Auf der einen Seite passt es dann und dann auf der anderen Seite wieder nicht. Es ist nicht echt. So, auch absichtlich jetzt einen Tucken weitergezogen, weil der Platz ist da. So, zack. Okay. Also. Da kommt der Lieferzug an. Hier kommen wir nicht durch. Auf gar keinen Fall. Das ist mir zu eng. Dann gehen wir von der Seite rum. Da werden wir mehrere Züge hinpacken müssen, um den Bedarf zu decken. Was kriegen wir hin? So, also fangen wir an. Wir gehen jetzt mit der hier hoch. Mit der elektrischen natürlich. 1, 2, 3. Reicht immer, um über die Dings zu kommen. Ja, wir können ja immer noch ein bisschen Spielraum. Komm. 1, 2, 3. Komm. Es kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt nicht reicht hier. 1, 2, 3 hoch. Aha, auf einmal geht's oder was? Ja, wie immer gibt es da wieder Probleme. Warum? Okay, das ist schief. Wir sind doch nicht gleich lang. Okay, dann kürzen wir dies wieder ein. Ah, der eine macht immer ein bisschen länger. Natürlich unglücklich. Ja, das, guck mal, das ist auch nicht hundertprozentig übereinander. Das ist auch geil. Kann doch alles nicht so schwer sein, oder? Komm, wir nehmen den ganzen Schmuck nochmal weg.
So, okay, folgendes. Wir probieren mal. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Dumm, die, die, die. Das geht. Okay, ein bisschen schief jetzt. Warte mal kurz, das richten wir nochmal aus. Nehmen wir nochmal ganz kurz weg. Wir sind jetzt nämlich auf exakt dieselbe Höhe. Eins, zwei, drei. Und der will wieder nicht. Der zickt wieder rum. Bei dem das angeblich jetzt... Guck mal, da auf der einen Seite geht es. Aber hier geht's nicht. Weil wegen ist nicht, ne? Ist Hammer. Na, manchmal fasst sie einen Kopf dabei. Okay, machen wir es anders. Machen wir die altmodische Variante. 1, 2, 3. So, dann passt das auch. Ne? Dann sind sie beide gleiche Höhe. So, das geht nämlich immer. Okay, also fangen wir an. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir nochmal unser Signalchen. Kann ja von mir aus auch gerne so bleiben. Chain. Halt. Aha. Okay, jetzt nochmal die beiden Mix-Signale. Come on, jetzt kann doch nicht... Alter, es ist wie verhext heute. Come on, ey, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, leck mich doch am Fuß. Also irgendwie ist das jetzt gerade hier wirklich... Echt mehr als crazy. Man will doch nur darüber. Man will doch echt nur hier rüber. 1, 2, 3. Ja, das ist ja auch wieder... So. Ich schwör dir, ich reiß gleich die Straße da ab. Und mach das. Jetzt machen wir folgendes. Bevor wir jetzt hier anfangen, machen wir jetzt erstmal, stecken wir unser Gebiet hier ab. Also das ist der maximale Bereich. So, da ist finito. Ah, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Stück. Der passt auch. Guck die Nase, das ist ganz toll. Braucht die echt so viel? Okay, das geht. Okay. Ich sehe schon, das wird schon wieder verdammt knapp hier werden. Da jetzt hochzukommen. Eins, zwei, drei. Was ist denn jetzt wieder? Warum will der manchmal und warum nicht? Manchmal verstehe ich einfach die Logik nicht dahinter. Komm, gib mal Gas hier. Wir wollen das heute noch fertig kriegen. Manchmal verstehe ich die Logik dahinter einfach nicht. Warum es auf der einen Seite mit der Brücke klappt und auf der anderen dann nicht. Eins, zwei, drei.
Na, siehst du, da zickt er rum. Jetzt mach ich das weg hier, jetzt reicht mir hin hier. Eine andere Infrastruktur. Jetzt geht's. Also manchmal, wie gesagt, das ist echt. Das ist der Hammer. Das ist der Burner. So, jetzt mal neue Aktion. Jetzt machen wir, gehen wir mit denen hier. Das muss ja gehen. So, mit dem Bogen hier, das ist aber in Ordnung. So, okay, das klappt auch. Bergbahn, ne? Fährt dann den Krempel da weg. Wir gehen jetzt hier rum. Führen das hier lang. Ja, immer schön weiter oben. Dann können wir das Ganze wenigstens noch nutzen. Na komm. Bau fertig. Der eine ist etwas kürzer, das ist doof. Okay. So, dann haben wir das auch. Jetzt müssen wir zusehen, wo wir den jetzt hier entladen. B-Lade. Ladestation. B-Ladestation. Entladen. Entladen. Ihr sollt nicht entladen, ihr müsst B-Laden. Einmal bitte B-Laden. Er ist zu klein. Loader. Das hier. Das ist gut. Wie kommt denn der hier rum? Der kommt von da, ne? Oder geht der hier zwischen? Der geht, glaube ich, hier zwischen. Und steht der da im Wege? So, versuchen wir mal das so zu legen. Jetzt gucken wir noch mit der, der Schiene. Es nervt die blöde Straße mich wieder. So. Okay, die Straße nervt. Dann nehmen wir den mal ganz kurz die Straße weg. Ja, weil da ein Bus fährt. Ja, mein Gott, dann fährt da ein Bus eben. Müsste mal 2 Minuten ohne Straße auskommen, oder? Denn die Schiene ist jetzt gerade wichtiger. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das passt auch. So, okay, der passt auch jetzt. Jetzt können wir die Straße wieder ranbringen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Genau, da geht's runter. Das ist auch in Ordnung. Na. Okay, machen wir es anders. Trick 17,79C. So, du.
Okay, er hat dann eine andere Infrastruktur, da ist aber nichts. So, jetzt passt. Also, die Werkbahn. Die aus irgendeinem Grund hier keinen Strom hat. Hier ist alles stromtechnisch okay. Hier ist auch schneller Strom. Naja, hier hinten. Oder sind die nicht unter Strom gesetzt? Na, was ist hier los? Warum haben die jetzt wieder keinen Strom? Hier ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Wo ist der Fehler? Irgendwo gibt es noch einen Fehler. Wo ist der Fehler? Das ist doch okay. Na, warte mal kurz, wenn wir so einen langen Zug haben. Brauchen wir mindestens so das. Dann nehmen wir das Mix-Signal, packen das so hin. Okay, passt auch. Jetzt holen wir nochmal das Zweiersignal, knallen das da ran, machen das Chain-Signal. So. Hat aber keinen Strom. Die Frage ist, warum hat er keinen Strom? Wo ist der Fehler? Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Nicht? Oder sind die ja, das ist es nicht. Und bei den anderen an. Ich finde gerade den Fehler nicht. Ach ja, klar. Natürlich. Der Fehler ist, dass da überhaupt kein Strom drauf ist, weil ich ja noch gar nicht das hier angeklemmt. Das ist ja nicht ans Hauptnetz angeklemmt. Natürlich. Ach.